In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie den Waldorf Tupole optimal nutzen können. Der Input des Tupole ist mit unserer Audioquelle verbunden, in diesem Fall mit dem Ausgang eines Audiointerfaces. Der Output des Tupole ist an die Abhöranlage angeschlossen. Bevor es losgeht, machen wir einige Basiseinstellungen. Setzen Sie Rectify auf 0, drehen Sie Cutoff ganz auf und die Resonanz ganz zu. Envelope Mode sollte sich in der Mitteneinstellung befinden, der Drive-Regler in Minimalstellung. Nun kann es losgehen, wir schalten den Tupole ein. Damit das Audiosignal durch die Schaltkreise des Tupole geleitet wird, schalten Sie Activate ein. Mit dem Gain-Regler steuern Sie das Eingangssignal aus. Mit Output regeln Sie die Ausgangslautstärke. Probieren Sie die verschiedenen Filtertypen und drehen Sie am Cutoff- und Resonanzregler. Eine Prise Rectify färbt den Klang des Sounds. Der Drive-Regler sorgt für eine Obertonverzerrung. Gleichen Sie zu hohe Lautstärken mit Output aus. LFO ermöglicht drastische Klangänderungen. Wählen Sie zunächst Lowpass als Filtertyp und stellen Cutoff auf etwa 3,5 kHz. Schalten Sie die LFO-Range auf Fast. Stellen Sie Speed und Depth ein, um den Sound zu crushen. Probieren Sie auch eine andere LFO-Range aus. Setzen Sie Speed und Depth zurück auf 0, um den LFO-Effekt wieder auszublenden. Das Filter kann auch automatisch durch die Hüllkurve gesteuert werden. Stellen Sie hierfür zunächst Cutoff auf Minimum. Dann drehen Sie ein wenig Resonanz auf. Stellen Sie den Trigger-Mode auf Envelope Follower. Regeln Sie Envelope Modulation und Decay bis zum gewünschten Sound. Mehr Resonanz intensiviert das Sweeping. Check reduziert den Effekt. Für den typischen Beat-Slicer-Effekt gehen Sie folgendermaßen vor. Stellen Sie Envelope Modulation auf Minimum. Wählen Sie den High-Pass-Filtertyp aus und stellen Cutoff auf Maximum. Setzen Sie den Trigger-Mode auf Gate-Trigger. Stellen Sie Threshold so ein, dass das erste Beat-Element aufgefangen wird. Nutzen Sie Hold-Time und Decay, um die Slice-Länge einzustellen.
Durch Zugabe von DK und Resonanz entstehen interessante Sweeps. Slicing kann auch mit dem Low-Pass-Filtertyp realisiert werden. Nun soll der Two-Pole einen Sidechain-Dynamik-Effekt erzeugen. Hierfür benötigen wir ein externes Trigger-Signal in Form einer Bassdrum-Figur, das wir über den Envelope-Eingang hinzuführen. Wählen Sie den Low-Pass-Filtertyp aus und stellen Cutoff auf 3,5 kHz. Geben Sie reichlich Resonanz hinzu. Deaktivieren Sie Trigger, indem Sie den Pulse-Trigger auswählen und Threshold sowie Hold-Time auf 0 stellen. Envelope Modulation sollte nahezu komplett auf Linksanschlag geregelt werden. Stellen Sie ein wenig Decay ein und belassen Sie Attack auf 0. Viel Spaß mit dem Waldorf Two-Pole Analogfilter.